Es soll einfach Spaß machen. Ja, leider muss ich diese bescheuerte Straße jetzt langfahren. Hier gibt es leider keinen Radweg. Ich weiß, ich sehe sehr bescheuert aus mit dem Helm. Die Kleinsten machen immer den größten Radau. Ja, ich muss jetzt mal einen schönen Umweg fahren. Kaffee! Ich glaube, ich habe mir noch einen Löffel eingepackt zum Kaffee umrühren. Oh ja! Moin moin und willkommen auf dem zweiten Kanal. Heute gibt es wieder ein ungeschnittenes Video von einem Lost Place, Overnight oder sonstiges. Das Video kam schon auf meinen Hauptkanal Let's Urbex als geschnittene Version. Hier in diesem Video seht ihr Szenen, die auf meinem Hauptkanal nicht zu sehen sind. Und nun viel Spaß mit diesem ungeschnittenen Video. Über einen Daumen hoch, Kommentare und einem Abo würde ich mich freuen. Und nicht zu vergessen, habt ihr das geschnittene Video noch nicht auf meinem Hauptkanal gesehen, dann schaut in der Videobeschreibung, dort ist der Link zum Video. Moin moin, servus und grüß Gott auf meinem Kanal. Ich bin schon ein bisschen außer Puste, bin schon 3 Kilometer mit dem E-Bike unterwegs. Ihr seht's, ja. Das Fahrrad von Crazy Bird habt ihr bestimmt öfter schon gesehen im Livestream. Hab mir hier Fahrradtaschen angebaut. Hab hier auch noch ein Körbchen mit Rucksack, 2 Wasserflaschen und hier noch eine Wasserflasche. Kaffee gibt's erst später, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs noch, schön an der Weser lang. Und ja, mal was ganz anderes hier auf meinem Kanal. Ich wollte einfach mal so ein E-Bike ausprobieren. Ich habe auch kein Zelt mit, ich habe nur einen Schlafsack mit, denn ich habe eine ganz besondere Sache vor. Ja, und es ziehen schon dunkle Wolken auf, obwohl die Wettervorhersage gesagt hatte, heute kein Regen. Also schnell Helm aufgesetzt und weiter geht's. Übrigens habe ich den Helm, das ist ein Fahrradhelm. Den habe ich hier mit so einem Textilband halt verschönert, also nicht wundern. Ich würde mir auf jeden Fall noch einen neuen anschaffen, aber ich denke mal, für heute reicht er aus. Das ist ein ganz normaler Fahrradhelm. So. Fahrradhelm ist auf. Oh, die Klappe. Die Lampe klappt runter und los geht's. Ich habe jetzt ungefähr noch 31 Kilometer vor mir. Ich fahre nämlich zu einem Dachzeltdorf. Das habe ich durch Zufall auf der Google Map Karte gefunden. Und ich habe mir gedacht, fahr mal ein bisschen so rum. Ich bin ja nicht gerade so der Fahrradfahrer. Ich muss ja hier nicht gleich hier 1000, 2000 Kilometer fahren und immer von Berlin Brandenburger Tor anfangen. Ja. Ich fange hier mal von Norddeutschland an, einfach hier irgendwo, ja, hier Land und Wiese und Radweg. Fahr auch nicht nach Paris, ich bin nicht so bekloppt. Das würde mein E-Bike sowieso nicht schaffen. Der hat eine Reichweite ungefähr mit dem Akku so 100 bis 110 Kilometer. Ja Leute, und ich bin auch ein bisschen faul, aber ich habe auch ein normales Fahrrad ohne Batterie. Das seht ihr halt nicht im Hintergrund, ne? Da fahre ich natürlich auch mit. Ich habe das auch mal wieder fertig gemacht, oder besser gesagt mein Vater. Schöne Grüße geben an meinen Vater raus. Der hat nochmal 2 Schläuche und 2 Mantel auf mein anderes Fahrrad gemacht. Eben einmal kurz abbiegen. Ich fahre jetzt Richtung Berne. Elsfleth, Brako hoch und dann muss ich mit der Weserfähre, wie gesagt, rüberfahren. Und ja, nicht jetzt denken, dass ich faul bin oder so. Aber ihr hört das wahrscheinlich, ich bin schon ein bisschen außer Puste. Das heißt ja nicht, weil das ein E-Bike ist, dass ich hier gar nicht treten muss. Der gibt mir ja nur eine Motorunterstützung bis 25 km/h. Und ich muss da trotzdem selber treten. Ihr habt gesehen, wie das Fahrrad aussieht. Und mit den dicken Moped-Reifen hier vorne. Steht sogar drauf, Moped-Reifen. Es soll einfach Spaß machen. Ich will auch mal andere Dinge ausprobieren. Ja, leider muss ich diese bescheuerte Straße jetzt langfahren. Hier gibt es leider keinen Radweg. Puh. Ich bin jetzt übrigens schon bei 6,4 Kilometer. Ich habe noch genug vor mir. Puh. Ist man halt nicht gewohnt, wenn man überhaupt kein Fahrrad fährt. Ich habe das Fahrrad jetzt seit einem Monat und ich bin total happy über das Fahrrad. Die haben mir das ja auch gesponsert und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Wenn ihr auch mal Bock habt auf ein E-Bike, der Link ist unten in der Videobeschreibung und bekommt natürlich auch einen Rabattcode von mir. Meine Stimme ist weg. Ich glaube, ich sollte mal eben einen Schluck Wasser trinken. Oh, mal kurz anhalten, Pause machen. Ist mir egal, auch wenn ich 10.000 Mal Pause mache.
Ich habe Zeit, um 19 Uhr muss ich da sein beim Dachzeltdorf. Der Platzwart weiß Bescheid. Falls er nicht mehr da ist, kann ich noch anrufen. Also das ist schon mal sehr cool. Ja, aber ich glaube, das sieht doch noch ganz gut aus mit dem Wetter hier. Da vorne ist auch noch ein Angler. Ich weiß, ich sehe sehr bescheuert aus mit dem Helm, aber besser als gar nichts. Ne, ich würde mir noch einen neuen Helm holen, und mir ist noch was aufgefallen. Aber das werde ich euch auf dem zweiten Kanal erzählen. Übrigens, wenn ihr mal sehen wollt, wie ich das hier so zusammenbaue, das Fahrrad, oder jetzt hier mit Ausrüstung, ja, das kommt immer auf meinen zweiten Kanal, Let's Urbex 2 einfach. Auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und weiter geht's. Leute, lasst doch für diese Aktion einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und natürlich die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ja, wundert euch nicht, momentan kommt nicht so viel Lost Place, kommt aber bald noch. Ich brauche mal ein bisschen Lost Place Pause, mal ein bisschen was anderes machen. Ich mache jetzt schon über 5 oder 6 Jahren mache ich Lost Place. Irgendwann ist das auch ein bisschen zu überlaufen, aber es kommt wieder was. Puh. Gut. So, Berne Wesermarsch erreicht. Kilometer, das ist ja noch nichts. Pass auf, das ist die Klingel an meinem Fahrrad hier. So, da vorne steht ausgeschildert Richtung Brakel. Jetzt fahre ich hier direkt noch an der Kirche vorbei und am Bahnhof. Wenn ich nicht mehr kann, fahre ich einfach mit dem Zug wieder zurück. Du Lusche! Mi! Komm mir ziemlich bescheuert vor mit dem Helm, aber egal. Muss mir noch einen vernünftigen Helm holen. Der hat aber schon einiges mitgemacht im Bergwerkstollen, 5 Stunden unter Tage. Du. Mann. So, da kommt die Kreuzung und dann muss ich gleich rüber. Ich kann ja auch schon hier auf die Straße mal einpendeln. Mein Ziel ist es auch schön an der Weser lang zu fahren. Noch einmal tanken, Kaffee und Diesel. Nee, brauche ich diesmal nicht. Ich verlasse Berne, Elsfleth, 8 Kilometer. Hier war früher übrigens mein Lost Place. Hier war mal ein verlassener Bauernhof. Den haben sie jetzt abgerissen. Oh, das ist schon 5 Jahre her, wo ich da mal war. Und mir das angeschaut habe. Und es ist sehr windig halt. Ja, Norddeutschland halt. Puh.
Wie gesagt, ich muss jetzt nach Elsfleth und dann geht es weiter nach Brakel. Steht aber noch nicht ausgeschildert da. Kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Kilometer. Oh, ich liebe das hier, einfach am Deich lang zu fahren. Jetzt fahren wir hier über die Huntebrücke rüber. Und dann hier schön am Deich lang. Und wie schnell fahre ich? 30 fahre ich. Was ist hier erlaubt? Ich glaube 50 ist erlaubt. Und? Foto? Schatzi, schenk mir ein Foto. Sauerei, die haben hier schon im Norden die ganzen Blitzer jetzt schwarz angestrichen. Nicht mehr silber. Jetzt erkennst du die Dinger gar nicht mehr. Sauerei. Ja, mal gucken, ob ich ein Foto kriege. Morgen stehe ich in der Bildzeitung. Verrückter mit E-Bike unterwegs. Morgen stehe ich in der Bildzeitung. Verrückter auf Bürgersteig unterwegs mit 50. Nein, ich fahre jetzt gerade aktuell immer so 26, 27. Mehr schafft man mit dem Fahrrad auch nicht. Das ist einfach ja, zu schwer, das Fahrrad. Oh, hier schön an die Pferde vorbei. Ganz viele Deichmöls. Und das finde ich schon besser, hier schön am Deich lang zu fahren und nicht auf der Bundesstraße. Das ist gleich viel angenehmer, viel entspannter. So, wir haben eine ganz kleine Pause gemacht. Meine Satteltasche, die fing hier eben an, ein bisschen rumzuschlackern. Ich glaube, der hat sich hier oben ein bisschen gelöst. Also es sind nicht so die optimalen Seitentaschen. Wenn ihr Fahrrad fahrt, E-Bike oder normales Fahrrad, wenn ihr Seitentaschen habt, haut doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr für Seitentaschen ihr habt und ob ihr da auch zufrieden seid mit. Ja, eigentlich würdet ihr jetzt bestimmt sagen, ach Mensch, der macht ja bestimmt jetzt hier eine Kaffeepause. Ich mache keine Kaffeepause. Ich muss weiter. Kaffee gibt es erst als Belohnung auf dem Dachzeltplatz. Und ich bin echt schon gespannt, was mich da erwartet heute. Aber es macht voll Spaß, auch wenn man jetzt nicht hier 100 oder 150 Kilometer am Tag fährt oder 80, keine Ahnung. Ich bin halt nicht so der Typ für. Ich gehe es halt ruhig an. Ich brauche mich auch nicht abhetzen. Ich brauche auch keinen was zu beweisen. Ich will einfach nur irgendwie was machen. Außerdem, ich kann nicht so weit mit dem E-Bike fahren. Höchstens 100 bis 110 Kilometer. Jetzt erreichen wir auch gerade Elsfleth, Landkreis Wesermarsch. Und ja, da muss ich noch mal gucken, wenn man so längere Touren plant, dass man eben dann auch abends auf dem Zeltplatz ist und sein Fahrrad wieder auflädt, also seinen Akku halt. Jetzt habe ich derzeit 90%. Ich habe das so eingeplant, dass ich heute zum Zeltplatz hinkomme und wieder morgen nach Hause fahren kann. Ganz gemütlich, immer so 26, 27. Ja, wie gesagt, der macht ja auch eine Motorhilfe bis 25, muss aber trotzdem selber treten. Ja, und das Fahrrad hat natürlich in sich. Aber das hatte ich euch vorhin schon mal gesagt. Das strengt aber auch ganz schön an. Und ich hatte damals immer ganz viel. Und ich hatte damals richtig Probleme mit dem Knie gehabt. Und das ist viel, viel besser geworden. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht, weil ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Ich hatte früher sehr viele Knieprobleme gehabt mit dem linken Knie, aber das ist wirklich besser geworden. Und deswegen bin ich auch wieder ein bisschen mehr mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, und ihr kennt mich ja, ich mag gerne wandern, ich mag gerne in die Berge. Im Livestream gehe ich auch gerne spazieren und so, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Aber wenn das Knie nicht mitspielt, das ist natürlich sehr ärgerlich, sehr schmerzhaft. Und ich habe keinen Bock auf OP im Krankenhaus zu landen. Deswegen ein bisschen aufpassen und erstmal klein anfangen. Oh, das ist aber herrlich, die Sonne kommt raus. Das freut mich.
es war was anderes, als in den Bergen rumzukratzeln. Mal ein bisschen Norddeutschland hier abklappern, habe ich auch noch nie gemacht. Und die lacht. Oh, ich bin gerade erschrocken, so ein kleiner Fifi, du. Die Kleinsten machen immer den größten Radau. So, jetzt bin ich hier gleich am Hafen und dann zeige ich euch gleich noch einen Lost Place, den sie leider schon abgerissen haben. Jetzt fahren wir mal direkt hier an die Weser. Oh, guck mal, da ist auch schon ein Segelschiff, ein Dreimaster. Oh, Fischbrötchen hat schon... Oh, schade. Fischbrötchen gibt es heute nicht mehr. Hier nochmal ein Bindschiff. Ich möchte so gerne nochmal mit einem Bindschiff mitfahren. Und was sehr traurig ist, hier stand früher ein Hafenkran, den haben sie abgebaut. Ich weiß nicht warum, das war immer so ein Wahrzeichen von Elsfleth gewesen. Schade eigentlich. Tja, aber schöne Aussicht. Ja, hier nochmal eine kleine Pause. Hier im Hintergrund seht ihr Wohnmobilstellplatz. Und hier die Hunte. Und da vorne ist das Hunte-Sperrwerk. Da fahre ich auch gleich so vorbei. Da hatte ich doch echt Schwein gehabt mit dem Wetter. Also habe ich doch richtig geguckt. Ich habe heute Morgen nämlich gebucht, habe vorher geschaut. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon losfahren, Donnerstag. Aber da musste ich noch auf was warten für mein Fahrrad. So, nicht lange schnacken, weiter geht's. Ab nach Brake und dann zur Fähre. Auf Wiedersehen, gute Fahrt. Ja, da geht's zum Hunte-Sperrwerk, aber ich fahre hier vorne weiter und dann geht hier gleich eine Seitenstraße rein und dann hoffe ich, dass ich da noch weiter am Deich lang fahre und dann irgendwann noch mal schön an der Weser. Da ist schon ausgeschildert 9 Kilometer Brake. Jetzt kann ich hier schön den Weg hier hinten lang fahren. Und da ist auch schon die Weser. Fahren wir einmal kurz hier rein. Oh, sehr windig hier. Und da habe ich früher mal eine Overnight gemacht, da habe ich früher mal geschlafen. Ja, und hier sehen wir die Weser. Badehose angezogen und reingesprungen. Oh, ich dachte schon, das wäre hier geschlossen. Oh, Schwein gehabt. Guck mal hier, Lost Place Loch. Was gibt's hier denn Besonderes? Hier ist doch nichts. Wo hat man den? Ach so, hier wegen der Dings hier. Ach, oder für Angler. Deswegen. Tschüss Weser, jetzt geht's wieder hier unten irgendwo lang. Komplett hier am Deich lang. Oh, das wäre auch noch was Geiles hier mit dem
Segelboot mal mitzufahren. Boah, ich habe mir schon richtige Gedanken gemacht, dass es heute regnen wird. Ich habe aber kurze Hose angezogen. Ich habe aber so eine Zip-Off-Hose, also ich hätte verlängern können. Regenjacke habe ich mit. Und ich erreiche gerade Brake mit Sonnenschein. Und hier immer noch weiter am Deich entlang. Da hinten kommt noch so ein kleiner Punkt, wo ich Pause machen werde. Ich glaube, da hinten kommt gleich ein Strandkorb. Da mache ich gleich mal eine ganz kurze Pause. Jetzt geht's bergab. Ja, von der Straße noch mal runter und dann hier schön gleich noch mal wieder am Deich lang. Oh, hier auch wieder eine schöne Hütte. Hier hätte man sich auch noch mal eben hinsetzen können, Kaffee kochen können. Und jetzt geht's schön hier am Deich entlang, ein paar Kilometer bis zur Fähre. Da vorne ist übrigens der alte Wasserturm von Brake. Da bin ich aber auch noch nie reingekommen. An der Weser. Ja, also hinter den Häusern. Jetzt, Leute, fahren wir an der Geistervilla vorbei, wo ich auch schon öfters mal war. Kennt ihr die noch? Kilometer habe ich jetzt noch bis zur Fähre und ich bin insgesamt schon 32 Kilometer gefahren.
Ja, ich muss jetzt mal einen schönen Umweg fahren. 2-3 Kilometer, weil der Bahnübergang gesperrt ist. Oh, das ist ganz schön windig. Eieieiei. Andersrum war eben schön. Einmal schön um Pulling gefahren, weil die Bahnschranken drüben gesperrt waren wegen Baustelle. Das ist immer schön, da kann man hier mal eben ganz kurz Pause machen. Wunderbar. Pause. So, da ist der Hafen. Nach Sandstedt muss ich. 23 Minuten noch. Oh ne, da vorne ist auch gesperrt, aber ich muss links rum. Ja, und genau da war der Bahnübergang gesperrt, wo ich langfahren wollte. Deswegen musste ich komplett einmal hinten rumfahren. Jetzt bin ich aber richtig, jetzt geht's hier zum Hafen. Schade, ich wäre lieber noch an der Weser hin lang gefahren. Aber naja. Oh, irgendwo da hinten wartet die Fähre auf mich. Und dann habe ich es eigentlich nicht mehr weit. Ich brauche nur noch mit der Fähre rüberfahren und dann ist der Campingplatz gleich schon gegenüber von der Weserseite. Oh, 1 Kilometer Weserfähre. So, und da kommt schon die Fähre angetuckert. Siehst du, passt ja vom Timing. Da hinten ist der Campingplatz, wo ich jetzt hin will. Ich habe jetzt 40,7 Kilometer bin ich jetzt gefahren und mein Akkustand hat 70%. Dafür, dass ich einen Monat schon das Fahrrad habe, habe ich überhaupt keine Probleme. Es macht einfach seinen Job und ich freue mich echt, wenn ich gleich drüben bin und meinen Kaffee kochen kann. Ja, dir auch. Ja, denke ich mir auch. Thank you.
Ich habe auch jetzt gedacht heute Morgen, oh, es fängt an zu regnen. Ja. Moin. Ich hatte reserviert, ich hatte vorhin angerufen wegen dem Dachzeltdorf. Storchennest. Das Storchennest. Genau. Wetter soll ja gut sein heute, ne? Ja. Ja, hier hast du einmal deinen Bettlaken. Ja. Das sind Infobroschüren von uns vom Campingplatz von den Dachzeltnomaden. Das Laken nach der Abreise bitte einmal im Zelt zusammenlegen, liegen lassen und das gesamte Zelt einmal schließen. Jo. Genau, ich habe online gebucht, genau. Genau, habe ich eben nämlich schon eingegeben. Ja. Wir stehen jetzt gerade hier. Ja. Das heißt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, hier steht ein Schild Dachzeltdorf. Ja, eben schon gesehen, genau. Einmal ja. Hier durch, dann ja. Einmal hier durch, dann bist du im Dachzeltdorf. Storchennest ist hier. Ja. Siehst du auch, da ist ein Storch unten unterm Podest. Genau. Oder du folgst halt der asphaltierten Zuwegung, steht hier auch nochmal Dachzeltdorf. Ah, okay. Genau. Perfekt. Sanitäranlagen hast du hier. Ja. Das heißt, hier einmal über die Wiese. Mhm. Genau. Wir haben Pizzaservice hier. Das heißt, falls noch Hunger besteht, halbe Stunde vorher mal ihn anrufen. Mhm. Dann haben wir auch noch Pizza. Okay, perfekt. Ja, siehst du. Ja. Perfekt. Schön auch gleich. Jo, danke schön. Ja. Tschüss. Ja, das ging noch mal schnell, finde ich. Zack, die Sachen bekommen. Dachzeltdorf ausgeschildert. Hier rein. Bin mal gespannt, ob ich alleine hier bin. Da haben wir auch mal eine Bank zum Sitzen. Na? Dachzeltdorf. Wo ist denn das versteckt? Wer sucht, der findet. haben sie schon abgerissen. Gibt's nicht mehr. Hä? War ja doch nochmal spannend hier. Ah, da sehe ich schon Dachzelt. Die haben hier übrigens mehrere. Die haben hier mehrere Dachzelte. Einmal hier Leuchtturmdachzelt. Hier ist das. Nee, das ist das nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das für eins ist. Und da ist meins. Das Storchennest. Haha, wie geil ist das denn? Haben die hier so einen schönen Turm gebaut und dann ein Dachzelt oben drauf. Ist das mal geil? Und hinter mir ist das Dachzelt Muscheltraum. Das ist, glaube ich, der höchste Dachzeltturm. Wir haben sie so ein Netz gespannt und haben die da Muscheln reingemacht. Auch sehr geil. Da können, glaube ich, 4 bis 5 Personen, glaube ich, drinnen schlafen. Ja, wollen wir doch kicken. Dachzelt kenne ich ja. Hier sind Taschen. Können die Schuhe rein. Leiter. Matratze ist auch vorhanden. Deswegen brauchte ich auch nur meinen Schlafsack mitnehmen. Jo, perfekt. Oh, es ist warm hier drinnen. Erstmal die Luken hier überall aufmachen. Boah, es ist so warm hier drinnen. Erstmal die Luken aufmachen. So, 1 und 2. Oh, bin ich ja mal gespannt, ob ich hier überhaupt drinnen liegen kann. Ja, klappt gerade so mit meiner Länge. Oh ja, hier oben habe ich noch ein Netz. Hier kann ich auch noch Sachen reinpacken. Haben wir hier unten noch. Hier ist noch eine Box. Ah, das ist ja auch praktisch. Hier kann man noch Sachen drin verstauen und dann kann man den hier irgendwie abschließen. Das ist ja auch sehr cool. Ah, von der Fliege.
Fliege ins Ohr geflogen. Perfekt. Das ist ja mega geil, aber ich habe kein Schloss mit, aber egal. Oh, voll chillig. Hier ist nichts. Hier ist nichts los. Richtig cool. Ich habe mir schon zu Hause Gedanken gemacht, nehme ich irgendwie einen Stuhl mit oder so. Aber Gott sei Dank stehen hier noch Tische mit Bänke. Perfekt, da kann ich ja gleich mal eben erstmal einen Kaffee kochen. Das finde ich mal eine richtig geile Idee und ich bin nur drauf gestoßen, weil ich ein bisschen Google Map Karte ein bisschen lang geschaut habe, weil ich kann ja nur 100 bis 110 Kilometer fahren mit dem Fahrrad und dann muss ich das ja wieder aufladen. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, was gibt es hier in der Nähe, wo könnte ich hinfahren? Und dann habe ich das hier gesehen mit dem Dachzeltdorf und das fand ich eine sehr coole Idee. Eine Nacht kostet jetzt hier 53 Euro. WC und Dusche kannst du auch mit benutzen. Strom hast du auch noch am Start. Aber Strom brauche ich nicht. Ich habe eine Powerbank mit und für den einen Tag, das reicht. Da brauche ich nicht mehr. Ich brauche nur mein Handy laden und die Akkus von meiner Kamera. Ja, Leuchtturm hat sogar extra noch so eine Hütte daneben stehen. Da kann man noch ein paar mehr Sachen lagern. Ist auch geil, wollte ich auch erst nehmen. Ich habe erst gedacht, da wäre ein Klo, aber da ist kein Klo. Hier hast du noch mal eine schöne Feuerstelle. Ja, ich fand das Thema Storchennest fand ich irgendwie viel cooler. Hier extra noch mit dem Storch. Ja, hier so ein bisschen Gestrüpp darunter gemacht. Ist schon eine coole Idee, finde ich echt geil. Da gibt es insgesamt 4 solche Dörfer. Und eins davon ist jetzt hier in Sandstedt. Und ihr könnt mal auf der Webseite schauen. Es gibt sogar, glaube ich, noch einen in Dänemark und noch 2 andere. Und ja, wenn ihr mal Interesse dran habt, schaut doch gerne mal auf der Webseite vorbei. Habe ich alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ich habe hier keine Nacht umsonst gekriegt oder so, aber ich mache halt mal ein bisschen Werbung für die, weil ich finde das voll genial und mal was ganz anderes. Genau, jetzt werde ich mir erstmal hier meinen Kaffee kochen. Ich habe Durst. Ich muss jetzt die Nacht auch hier bezahlen, die kostet 53 Euro. Ich werde hier nicht gesponsert oder sowas. Ich möchte aber gerne das weiterempfehlen, weil es ist echt eine coole Sache hier mit dem Dachzeltdorf. Und ihr könnt gerne mal unten auf der Videobeschreibung schauen. Da habe ich eine Webseite von denen verlinkt. Und da stehen noch weitere, die haben noch weitere Dörfer, ich glaube 4 Stück. Und ich glaube, eins ist sogar noch in Dänemark, wenn mich das nicht täuscht. Könnt ihr gerne mal raufschauen. Und wie gesagt, das kannst du alles dann online buchen. Aber weil die Sonne jetzt so schön scheint und mein Arsch so dermaßen wehtut, obwohl ich eine gepolsterte Radlerhose anhabe, schmerzt doch ganz schön. Wenn ich mir jetzt mal eben hier einen schönen gemütlichen Kaffee machen. Und vielleicht auch schon was zu essen. Nee, ich gehe gleich nochmal zum Strand hin. Den will ich euch gleich nochmal zeigen. Ja, ich habe schon mal die Seitentaschen abgemacht. Schlafsack und die andere Tasche jetzt oben ins Dachzelt gepackt. Ja, und ihr seht da hinten, die Sonne geht jetzt gerade so schnell unter. Deswegen will ich mir jetzt noch eben was zu essen kochen. Und vor allen Dingen, ich brauche meinen Kaffee. Der muss sein. Ohne Kaffee hier läuft ja nichts. Ich kann hier nochmal ganz kurz gucken, was er mir jetzt hier mitgegeben hat. Ja, oh, hier schöne Dachzeltaufkleber. Den könnte ich ja vielleicht noch auf meiner Box in der Garage kleben. Oh ja, das ist schön hier. Das ist der eigentliche Campingplatz. Campingplatz Weserhenne heißt der. Und da ist eben dieses Dachzeltdorf mit drauf auf diesem Campingplatz. Hier hast du noch ein paar Infos und vielleicht noch eine Postkarte, die du vielleicht irgendjemandem schicken kannst. Vielleicht kann ich die noch mal eben ausfüllen und meine Frau Jessica schicken oder den Kindern. Ja, vielleicht kann ich die noch ausfüllen und dann schicke ich die mal meinen Kindern und meiner Frau, dass ich hier angekommen bin. Und dass ich hier eigentlich morgen wieder zurückkomme und wenn die Postkarte da ist, bin ich eigentlich schon wieder zu Hause. Ja, dass es mir gut geht hier, schöner Platz und ja, ich denke mal, wenn ich die Postkarte abgeschickt habe, bin ich schon längst wieder zu Hause. Was ich cool finde, du kriegst halt hier extra so ein Bettlaken. Wenn ich mein Bett beziehen, schon da mal eben alles fertig machen, dass ich nachher nur noch reinkriechen brauche und dann einfach Bubu mache. Oh, mein Arsch tut weh, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich muss wieder mehr Fahrrad fahren. Ich bin so viel Fahrrad früher gefahren. Ist unglaublich. Ah.
Boah, ist es warm hier drinne. Sauna. Puh. Perfekt. Schlafsack, Bezug, alles rüber. Ich habe mein Fahrrad abgeschlossen. Hier einmal und da vorne einmal. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie zwei Schlösser eingepackt. Dafür habe ich ein T-Shirt vergessen einzupacken. Weil meine Wasserflasche hier bunkern. Und ich habe... Wer schläft hier? Der Vogel oder was? Dann müsste ich ja da drinnen schlafen, oder nicht? Ich habe mich doch jetzt entschlossen, noch mal im Duschen zu gehen und dann mir was zu essen zu machen. So durchgeschwitzt, obwohl das nur ein paar Kilometer waren. Was mich nur gerade wundert, dass da noch gar nichts los ist auf dem Dachzeltplatz. Weil irgendwie waren nur zwei nur noch da. Also vielleicht kommen noch welche. Oder ich bin heute Abend ganz alleine da. Ja, aber das schaffe ich im Duschen. Guck mal, die Sonne ist ja noch da. So richtig Hunger habe ich noch gar nicht. Ich muss auch auf meine Linie mal ein bisschen wieder achten. So, ich glaube, da oben sind die Sanitäranlagen. Die Toiletten, Duschen, Duschenherren. Boah, hier hat jemand aber ein Ei gelegt, ey. Boah, puh, ich hoffe nicht in der Dusche. Ja, Duschen sind aber perfekt. Muss ich ja auch nichts bezahlen. Guck mal, ist kostenlos. Geil. Ah, geil. So, ah, jetzt fühlt man sich gleich ganz, also, jo. Ah, tut das gut, Dusche. Ja, wenn man schon eine Dusche hat, dann muss man das ausnutzen. Ich fühle mich gerade wie er hier. Ab wieder zum Dachzelt, Essen machen und Kaffee. Auch geil gemacht, hier so ein Tiny House. Bestimmt Dauercamper. Ich glaube, ich bin doch heute ganz alleine hier. Wollen wir mal hier in die Tasche reinschauen, hier, was ich so Schönes mit habe. Ich wollte erst Reis kochen, aber so einen großen Hunger habe ich gar nicht. Kaffee. Heute gibt es wieder was Schnelles. Ich habe mir wieder von Löwenanteil hier ein Glas mitgenommen. Und zwar gibt es heute italienische Bohnen-Eintopf. Und ich habe noch eine Paprika, die werde ich noch mit da reinschnibbeln. Kaffeepulver. Oh, das darf nicht kaputt gehen. Hier ist mein Frühstücksei drin. Oh nein, ich habe meinen Löffel vergessen.
Oh nein, weil ich die Tasche vorhin umpacken musste, weil die viel zu klein ist, die Seitentasche. Musste ich alles wieder umpacken und ich habe das einfach alles so in den Beutel reingepackt. Ich habe meinen Löffel zu Hause vergessen. Aber warte mal. Oh, wenn ich Glück habe. Ich glaube, ich habe mir noch einen Löffel eingepackt zum Kaffee umrühren. Oh ja, Löffel sei Dank. Auch wenn es nur ein Teelöffel ist, Hauptsache ich kann essen damit. Oh Mann. So, werde ich mal eben schnell die Paprika schneiden. Das Gute an den Essen, das dauert echt nur 2 bis 3 Minuten. Kaffee ist auch gleich schon fertig. Oh, das sieht sehr gut aus. Siehst du, dann kann ich gleich schön Kaffee trinken und meine, was war das nochmal? Italienischer Bohneneintopf. Das sieht auch schon sehr lecker aus. Ja, ein bisschen Kleerei, weil ich echt nur so einen kleinen Teelöffel mit habe. Aber es geht. Man muss sich nur zu helfen wissen. Und hätte ich keinen Löffel mit, dann hätte ich das irgendwie so ein bisschen, ja, halb warm und dann hätte ich das so getrunken. Auch egal. Wenn man Hunger hat, hat man Hunger. Irgendwie muss ja rein. Ah, sieht auch schon mal gut aus. Mal probieren. Jo, das wird was. Oh, lecker. Siehst du, dann habe ich heute Abend auch eine Standheizung für mein Dachzelt. Oh, das ist Milchkaffee geworden. Oha. Essen ist fertig. So, perfekt. Kann ich noch ein bisschen abkühlen lassen. Ich würde das Ganze mal eben hier aufräumen. Oh, doch, jetzt habe ich so langsam Kohldampf. Ich hätte mir doch noch eine Tüte Reis machen sollen. Essen ist fertig. Perfekt. So, siehst du, ich will hier noch ein bisschen aufräumen. Ist noch richtig heiß gerade. Und dann werde ich schön hier lecker essen und Kaffee trinken. Und ich wollte gerade sagen, den Sonnenuntergang genießen, aber hier ist keine Sonne mehr. Wenn ich gleich fertig bin mit Essen und Kaffee trinken, dann gehe ich gleich nochmal eben zur Weser. Genau. Ich habe hier nochmal in meinen Platz gewechselt, ich habe mich mal hier hingesetzt. Und nee, das ist nicht mein Kaffee, das ist mein Essen jetzt. Muss ich nochmal ein bisschen pusten. Ist auch ganz schön warm. Ich trinke aber erstmal einen Schluck Kaffee. Prost! Ah, schöner Filterkaffee. Ein bisschen viel Milch, aber da muss ich mir nächstes Mal noch eine Flasche mitnehmen. Eine Glasflasche.
Ich habe gerade noch in meinen Topf abgewaschen. Nochmal im Lulu gemacht. Oh, ich sehe hier schon wieder Leuchttürme. Voll geil. Wieder ein Overnight auf dem Leuchtturm machen. Aber da hast du keine Chance, darauf zu kommen. Ich kenne die Gegend auch hier. Wäre ja nur, was bin ich jetzt? 45 Kilometer bin ich von zu Hause entfernt. Und der Campingplatz ist total ruhig hier. Es sind noch nicht so viele Leute hier auf dem Campingplatz. Die Sonne. Jetzt muss ich mich mal da irgendwo durchwuscheln. Oh, hier geil mit dem Boot. Dass ich da jetzt mal eben irgendwo an die Weser rankomme. Was man auf dem Zeltplatz halt hört, drüben ist halt ein Hafengebiet. Und da hört man, wie sie gerade die Schiffe löschen oder aufladen. Ah! Jetzt dunkel geworden. Nein, ich muss hier mal in die Seitenstraße lang gehen. Ah, kann hier auch mal meine Schuhe ausziehen. Da habe ich gleich schön Sand in meinem Dachzelt. So. Oh, das ist doch schön. Geil. Ja, und da hinten ist der Hafen. Oha, da kommen aber ein bisschen dunkle Wolken rüber. Ich bin gespannt, ob das heute Abend noch regnet. Ah, ich bin gut geschützt im Dachzelt. Das ist geil, du brauchst ja nicht mal ein Zelt mitnehmen. Einfach Schlafsack rein und pennen. Sowas müsste viel mehr geben, so alle 80 Kilometer oder so. Dann würde ich auch 80 Kilometer fahren. Und da vorne sind zwei Leuchttürme, da würde ich mal hingehen. Ich bin mal gespannt, wenn meine Kinder das sehen. Die wollen bestimmt auch noch mal mit mir hierher. Das mache ich auf jeden Fall auch noch mal. Und ich wollte jetzt sogar mit dem Roller mal dahin fahren. Ich glaube, das eine war in Dänemark. Amrum oder Arnum, ich weiß es jetzt nicht so genau. Nee, okay. Das ist arschkalt. Obwohl, es geht. Es geht. Hier, der Leuchtturm ist sogar noch aktiv. Leuchtet oben noch. Ich glaube, da hat man auch überhaupt keine Chance, darauf zu kommen. Oh, das wäre so geil. Mal wieder in so einen Leuchtturm zu pennen. Ich liebe sowas. Direkt hier an der Weser. Vielleicht habe ich auch so einen Schlüssel mit wie Ruthless TV. Ja, die kriegen auch momentan jeden Bunker auf. Das wäre jetzt der Hammer, wenn die Tür aufgehen würde. Ich glaube, die kriegst du gar nicht. Brauchst du, glaube ich, gar nicht versuchen. Aber das haben die auch schon mal neu angebaut hier. Boah, wäre das geil, ey. Schade, dass man nicht an sowas immer rankommt. Und wenn man immer fragt, ja, das geht nicht. Bla bla bla. Ja, ich kann es ja auch verstehen, aber ach man, das ist immer so. Weiß ich nicht. Ja, da will halt keiner Verantwortung für übernehmen. Ich kann es ja auch verstehen. Wenn man wenigstens so einen Zettel unterschreiben könnte. Hey, die ganze Verantwortung liegt bei mir. Egal, Deutschland. Ist wahrscheinlich aber nicht nur in Deutschland so. Hier noch schön mit Fußballplatz, Volleyballplatz. Oh, das sehe ich im Lost Place. Was ist da denn? Da hinter den Bäumen ist übrigens noch ein Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, was ich so außer Atem bin. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch zum Campingplatz gehört. Das sieht wirklich lost aus, das Ding. Sogar noch ein Lost Place hier gerade entdeckt war. Könnten wir auch echt mal meine Schuhe wieder anziehen. Boah, hier ist alles voller Mücken. Mückenschwarm. Oh ja, Tatsache, hier ist aber alles zugemacht. Das war bestimmt mal irgendwie so eine Hütte für den Campingplatz hier. Oh, da ist noch ein Tennisplatz. Oh, hier kann man sogar noch runter. Oh, der steht unter Wasser. Oh, da sind Stühle vor. Okay, das hat sich erledigt.
Wäre ja mal ein Fall für die Warthose. Blitzi! Boah, hier musst du etwas schneller rennen, die Mücken. Eieiei. Aber alles schon gut zugemacht hier. Hier kann man noch mal reingucken. Ja, ich glaube, das war bestimmt so ein Vereinshaus hier. Deutsche Leuchttürme, ist da noch ein Poster. Da stehen Böcke, aber auch alles ein bisschen durchwühlt. Ganz viele hier noch so. Hier sieht man auch noch alte Stühle und Tische. So. Jetzt mal gucken, wie es hier zu den. Oh, hier ist aber gar nicht. Hier ist gar nicht schön. Nee, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ja. Und da kam schon ein Auto hier angefahren, was ich da machen will. Und da kam schon ein Auto angefahren, was ich da zu suchen habe. Ich habe gesagt, ich suche den Weg zum Leuchtturm. Ist auch die Wahrheit. Guck mal, am Arsch der Welt, wo hier nichts los ist. Da kommt auf einmal einer angefahren. Aber stimmt ja, ich wollte ja zum Leuchtturm. Es war ja nur ein Zufall, dass ich da jetzt an der Hütte vorbeigekommen bin. War jetzt auch nicht spektakulär, der Lost Place. Oh, hier. Hier kann man noch mal einmal abbiegen. Oh, wie warm das noch ist. Oh, hier auch cool. Oh, hier könnte ich nächstes Mal mit meinem Schlauchboot herfahren und anlegen. Und dann könnte ich hier schlafen. Auch eine schöne Ecke. Ja, ich bin vorhin mit dem Fahrrad, war ich auf der anderen Seite von der Weser, bin ich da hinten rumgefahren. Wäre ja cool, wenn ich diesmal oder morgen hier lang fahre. Schön hier auch wieder am Deich entlang. Und da ist auch schon der andere Leuchtturm. Boah, wieso bin ich denn so außer Puste, ey? Ja, den haben sie auf jeden Fall gut abgezäunt. Hier kommst du nicht mal an die Tür ran. Oh, das wäre so ein geiler Leuchtturm, wo man oben drauf pennen kann. Aber die sind ja alle noch aktiv. Hier ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Hier werde ich mal eben was trinken. Ja, ich gehe immer noch hier auf dem Deich spazieren. Ist mittlerweile 22 Uhr. Ich latsche jetzt auch mal zum Dachzelt zurück. Und dann wird Bubu gemacht. Ja, da hinter dem Deich ist noch ein Leuchtturm. Den hat man ja von dem Campingplatz aus gesehen. Und da haben sie ein Gerüst vorgebaut. Den sind sie wohl am Renovieren. Und wenn mich das jetzt nicht täuscht, geht es hier jetzt zum Dachzelt zurück. So, hier gibt es noch einen 24-Stunden-Kiosk. Hier kann man auch Grillwurst holen. Kannst noch ein Stofftier holen, dass du abends gut schlafen kannst. Oder eben für morgen an der Weser ein bisschen rumbuddeln, eine Sandburg bauen. Da kann man sich auch schön hinsetzen. Da sind auch noch gerade ein paar Fahrradfahrer. Die essen auch gerade noch was. Puh, boah, ich schwitze ganz schön, ey. Ah. Genau, hier ist das Schild. Dachzeltdorf bei Dachzeltnomaden.
Boah, und es ist noch so warm. Ich habe kurze Hose und T-Shirt an. Ach, hier ist mein Schlafplatz, mein Vogelhaus. Da hängt schon eine Spinne. Gute Nacht, Spinne. Ja, mein Handtuch hängt da noch. Mein Fahrrad ist auch noch da. Perfekt. Mal schauen, ob die Wasserflaschen da sind. Jo, die sind da auch noch drin. Dann kann ich in den anderen hier gleich meine Schuhe reinpacken. Oh, bloß nicht so viel mehr rumfuchteln hier mit der Taschenlampe, sonst habe ich da hier Mücken drin. Also schnell. Oh, siehst du, da greift mich schon einer an. Oh, schnell hier. Oh, schnell zumachen, die Kiste hier. Oh. Oh. Boah, mir ist so warm, ich schwitze. Oh. Das ist gerade wieder so das Urlaubsfeeling vor 2 Jahren, wo ich mit der ganzen Familie unterwegs war. Wo ich mit meiner Tochter im Dachzelt geschlafen habe. Oder mit meinem Sohnemann. Wir haben ja auch mal einmal getauscht. Aber ich sehe gerade hier, ist es überhaupt richtig hochgeklappt, das Ding? Ja, ne? Ja. Nicht, dass es wie so ein Sandwich nachher Bomben macht. Aber ich habe tatsächlich doch noch ein paar Mücken mit reinbekommen hier. Muss ich erstmal ein bisschen vernichten. Boah, ich hasse das, wenn da Mücken hier und dann... Noch mal eben alles klar Schiff machen, das brauche ich nicht. Mein Helm brauche ich auch nicht. Das will ich so ein bisschen hier an der Seite hinstellen, dass es nicht ganz so klamm wird. So, das kann ich als Kopfkissen benutzen. Ist auch noch ein bisschen. Oben habe ich jetzt meinen Helm, meine Tasche und meine Hose reingepackt. Schlafsack habe ich offen gemacht, weil es so warm hier drinne. Hab hier extra eine schöne Lampe, die kann ich hier hinhängen. So, siehste, passt doch. Ja, und dann werde ich ein paar Stündchen schlafen. Um 9 Uhr klingelt der Wecker und dann fahre ich wieder nach Hause. Natürlich muss ich noch eben alles aufräumen, Müll wegbringen. Ah, ich hoffe, das wird eine schöne Nacht hier im Dachzelt. Aber ich kenne das ja schon. Oh, und nächstes Mal muss ich mir noch ein T-Shirt einpacken. Ich habe das zu Hause echt vergessen. Aber vielleicht ziehe ich das sogar gleich noch raus. Ach, das passt auch hier. Das passt hier auch als Kopfkissen. Oh, und dann kann ich jetzt schön schlafen. Natürlich noch eben kurz mit Frau telefonieren, mit Jessica. Puh, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Oh, ich schwitze total. Das ist echt wie eine Sauna hier drin. Ja, dann wird aufgestanden, Sachen zusammengepackt und dann geht's wieder ab nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ja? Es geht natürlich noch ein bisschen weiter, wenn ich morgen aufstehe. Könnt natürlich schon mal liken, abonnieren meinen Kanal. Schaut auch gerne auf meinen zweiten Kanal vorbei, Let's Airbag 2. Ja, und schön fleißig Kommentare schreiben. Ich bin gerade mit dem E-Bike unterwegs. Ich habe auch noch ein normales Fahrrad unterwegs. Da möchte ich auch noch mal losfahren. Ich teste halt gerne Sachen. Ich möchte gerne Abenteuer machen. Und ich habe ja noch einen 50-Kubik-Roller. Da will ich auch noch einige Sachen machen. Und jetzt, ja, man hört natürlich auch den Hafen da drüben, wie die gerade arbeiten. Aber das stört mich überhaupt nicht. Ich kann jetzt so einschlafen und damit sage ich auch gute Nacht. Bis später. Ich bin jetzt noch mal kurz wach geworden. Es ist jetzt 2:30 und ja, ich bin ja auf dem Montag hier. Jetzt haben wir Dienstag und ich habe ja vorhin gesagt, da ist ja gegenüber von der Weserseite der Hafen und die sind wahrscheinlich immer noch am Löschen oder am Aufladen von einem großen Schiff und das hört sich an wie in so einer wie in einem Krankenhaus, wie in einem OP. Jetzt hört man das gerade nicht, aber wozu stehe ich immer davon auf, also jetzt hört man das leider nicht. Ich mache nochmal die Luke hier auf. Ja, typisch. Sei bloß, jetzt haben die das ausgemacht. Jetzt wollte ich euch das gerade demonstrieren. Jetzt das Ding aus. Nee, da ist es. Ich
hoffe, ihr hört das. Echt wie in so einer Klinik. Dieses echt wie in... Wirklich wie in so einer Klinik. So ein OP-Bereich. Piep, piep, piep. Und das geht die ganze Zeit schon so. Eigentlich stört mich das nicht. Hier hängt auch noch mein Handtuch, was schon klitschenass ist. Ach du Scheiße. Oh nein. Auf jeden Fall noch ein paar Sterne zu sehen. Bim, 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 bim. Das geht jetzt schon die ganze Zeit so. Das hat wirklich vorhin mal ganz kurz nur geregnet. Man sieht da noch die Regentropfen oben dran. Oh, schnell wieder rein, bevor die ganzen Mücken hier wieder reinkommen. Schnell wieder zumachen, bevor die Mücken gleich wieder zuschlagen. Das lasse ich so ein bisschen halb auf, dass hier ein bisschen Luft reinkommt. Boah, das geht die ganze Zeit so. Warum ist das überhaupt so laut, dass man das direkt hier auf der anderen Seite von der Weser noch hört? Boah, Hammer. Aber... Ach, naja, ich versuche mal wieder schnell zu schlafen. Ich ziehe mal einfach hier von meinem Schlafsack die Kapuze hier rüber. Und dann schalte ich ab. Gute Nacht. Oh Scheiße, jetzt habe ich den draußen liegen gelassen. Ich hoffe, der springt nachher an. Ja, guten Morgen. Es ist 9 Uhr, die Sonne scheint und ja, jetzt heißt es mal eben Katzenwäsche machen, Kaffee kochen, frühstücken und dann geht's ab nach Hause. Also es war auf jeden Fall sehr cool hier im Dachzelt. Ja, ich bin ein, zwei Mal bin ich nur aufgewacht wegen dem Hafen da hinten, das war echt mega laut. Ich habe gestern vergessen, meinen Gaskocher einzupacken. Der ist ein bisschen nass geworden. Ich hoffe, der funktioniert nachher noch. Yeah.
So, ich ziehe mir mal eben meine Schuhe wieder aus, sonst werden die noch klitschnass, weil ich hier so oft über den Rasen laufe. Jetzt werde ich mal eben mir was zu essen machen. Schön Spiegelei und einen Kaffee natürlich. Ohne Kaffee wird hier nicht losgefahren. Ha, mein Ei ist noch heile geblieben. Gut, er funktioniert wieder. Super. Ich hoffe, dass meine Schuhe und meine Socken jetzt ein bisschen trocknen. Da wollte ich eigentlich nicht hier gleich wieder mit der Fähre rüberfahren, sondern hier hinten am Deich lang. So, alles wieder zusammengepackt, Seitentaschen wieder dran gemacht, Rucksack ist hinten drauf, Handy, Tasche, Helm, die Klemme. Da vorne sind noch meine Socken, meine Schuhe. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Gut, dass ich das Handtuch noch hinten im Körbchen liegen gelassen habe. Oh, das ist auch geiles Wetter. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass es noch so geil ist. So früh am Morgen. Ich hab echt Schwein gehabt. Oh, Socken sind wenigstens eigenermaßen trocken. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt nicht dahin mit der Fähre. Ich fahre jetzt hier nochmal am Deich lang, hinten rum. Da muss ich aber trotzdem nochmal mit der Fähre fahren. Herzlich willkommen bei Sandstädter Sommer. Ah ja, das ist ja cool. Hier nochmal am Dachzeltplatz vorbei. Dahin war ich ja gestern bei dem Leuchtturm. Hier auch nochmal eine schöne Aussicht. Da hinten ist der Hafen. Hier die ganzen Boote. Ja, und dann würde ich sagen, abschalten.
Darf man hier mit dem Fahrrad langfahren? Weiß ich nicht. Und ich habe gerade gesehen, ich habe 70% Akku noch. Ich hatte gestern irgendwie, glaube ich, 68 gehabt oder so. Ich habe meinen Akku auch nicht geladen oder so. Und das reicht locker bis nach Hause. Was bin ich gestern nochmal gefahren? 41,3. Diesmal fahre ich nicht wieder mit der Fähre rüber, sondern fahre eine andere Strecke lang an der Weser. Mal ein bisschen Abwechslung. Und wenn ihr auch Interesse habt an einem E-Bike oder einem Klappfahrrad, schaut einfach bei crazybirdbike.com vorbei. Und Rabattcode gibt es unten in der Videobeschreibung. So, wenn mich das nicht täuscht, komme ich hier am Valentin-Bunker vorbei. Aber ich habe noch ein bisschen. 53% Akku. Eben war 70. Moin. Moin. Ja, ich muss hier wieder runterfahren. Da hinten komme ich gar nicht lang. Da ist mit dem Fahrradfahren verboten. Da sind die Zäune hier vor. Da ist das Tor hier vor. Und da sind überall die Schilder. Fahrradfahren verboten. Darfst du nur langschieben. Schade eigentlich. Früher konntest du da immer schön mit dem Fahrrad langfahren. Oh, ganz schön windig. Mal kurz Pause. Ich habe da gerade was entdeckt. Und zwar, hier das Kabel ist raus. Aber das ist kein Problem. Muss ich wahrscheinlich mit dem Kabelbinder einmal festmachen. So, gut, dass das so Stecker sind. Siehst du, wieder heile. Ich bin sowas von zufrieden mit dem Fahrrad. Da ist noch nichts passiert. Aber ich sag mal lieber nichts so laut. So, jetzt geht's hier oben noch am Deich lang. Und ich glaube, wenn ich Glück habe, komme ich jetzt hier auch genau beim Bunker Valentin noch vorbei. Schade, dass ich noch keine Drohne habe. Und komischerweise ist mein Akku jetzt bei 45%. Der ist so schnell runtergegangen, von 70% auf 45. Hoffentlich ist hier jetzt der Weg auch nicht gesperrt. Oh, ich hatte so Bock, jetzt hier reinzuspringen, aber ich muss nach Hause. Ich habe noch ein bisschen was zu tun zu Hause. Hä? Was ist das denn? Oh, nee. Hier ist der Sackgasse. Was soll das denn? Boah, das sind aber große Hunde. Ja, ich tue dir ja nichts. Hä? Bist du Imo? Wo geht denn der Weg hier lang? Da? Alles klar, ciao. Oh, toll, ey. Tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das Schild habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit hier so nach rechts, nach den Schafen geguckt. Und da ist eigentlich eine Sackgasse. Na gut, kann man nichts machen. Dann fahren wir jetzt hier lang. Schade, immer weiter weg von der Weser. Hier steht man nochmal. Aber ich glaube, genau hier am Deich muss ich jetzt langfahren nach Rade, Bremen. Gestern habe ich mich nicht so viel verfahren. Ja, was heißt verfahren? Falsch abgebogen. Und Navi hatte schon gesagt, dass ich hier langfahren soll. So, jetzt ist wieder Rätselraten. Jetzt fahre ich hier oben wieder lang und vielleicht darf ich da wieder nicht langfahren. Eieieiei. So komme ich heute gar nicht mehr nach Hause. Erstmal die Lage checken hier. Nee, okay, da unten ist ein Tor. Aber ich kann da unten noch lang fahren. Super! Jetzt bin ich übrigens in Rade. Ich bin in Neukirchen. Mein Akku zeigt noch 26% an. Oha, jetzt wird es aber kritisch. Das ist eben halt das Blöde an diesem E-Bike, ne? Deswegen macht es eigentlich mehr Spaß, ohne E-Bike zu fahren. Wegen der Reichweite. Wollen wir mal schauen, ob ich das noch schaffe. Ich fahre jetzt schon im vierten Gang. Also motortechnisch. Also wenn der Akku leer ist, da habe ich aber richtig was zu petten. So, einmal Straßenwechsel. Boah, hier ist alles schön friedlich. Der Postbote verteilt seine Post. Moin. Alle sagen Moin, Radfahrer, die man sieht, oder die Leute, die joggen gehen. Was mir aber ziemlich vermehrt aufgefallen ist, dass viele Leute
mittlerweile überall Kameras haben und überall Kameraüberwachung steht. Also solche Schilder. Das ist ja Wahnsinn. Tja, woran könnte das wohl liegen? So, ich bin in Bremen. Radfahren erlaubt. Fahren wir nochmal das kleine Stück hier auf dem Bürgersteig lang. Der Sattel ist auf jeden Fall bis. Ich habe Arschschmerzen jetzt schon wieder. Ich bin nur 20 Kilometer gefahren. Oh, es ist fürchterlich. Trotz gepolsterte Radlerhose hier. Ich wechsle den Mom auf den Roller. Da vorne ist Bunker Valentin. Schön hier am Deich lang, nochmal an der Weser. Und übrigens, der Valentin-Bunker ist der zweitgrößte hochstehende U-Boot-Bunker Europas. Der wurde auch nur zu 95% fertiggestellt. Hier sollten damals U-Boote in die Weser reinfahren. Und die wollten die da halt zusammenbauen. Hier war ich auch immer auf Lost Space Tour unterwegs. Ja, da gibt es auch ein paar Videos auf meinem Kanal, wo ich hier mal um den Valentin-Bunker rumspaziert bin. Es gibt auch einen, wo ich mit Blitze hier im Wald war. Und wo wir da auch einen Bunker gesucht haben und uns verlaufen haben nachts um 3 Uhr oder so. Könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung schauen, habe ich verlinkt. Und da unten ist auch noch ein Teil vom Bunker. Ich denke mal, das war früher mal so ein Flakgeschütz. Da, wo der Schornstein ist, da ist jetzt die Fähre, wo ich dann rüberfahre über die Weser. Fähre erreicht, 12.08 Uhr. Oh ja, 10 Minuten noch warten. Oh, hier, Geldtransportwagen. Da bringt er heiße Kohle auf die Fähre. Oh, da. Okay. Jo, danke. Jo, tschüss. So, 14 Kilometer habe ich noch nach Hause. Über Berne. Hier ist übrigens auch ein Campingplatz. Vielleicht wird das ja mein nächster Campingplatz. So, ich hätte auch die Landstraße und die Bundesstraße lang fahren können, aber ich fahre ein bisschen hinten rum, noch hier an der Weser entlang. Ich glaube, da vorne war noch ein Strandkorb, da werde ich noch mal kurz Pause machen. Ist einfach schön, hier lang zu fahren. Und mein Akku, oh, 11% nur noch. Schwupps ist mein Akku auf 9% rübergegangen. Fünften Gang Motorhilfe. Ja, bringt schon nichts mehr. Oh je, oh je. Ich habe noch ein bisschen vor mir. Genau, und da oben. Da oben ist der Strandkorb. Hier kann man gleich mal sehen. Oh, der gibt mir überhaupt keine Hilfe mehr. Oh, jetzt muss ich das Stück selber petten hier. Puh. Oh, je, je, je. So, da steht's. Pause. Ah, schöner Ausblick. Ah, herrlich. So, noch eine schöne eiskalte Cola. Die habe ich noch beim Kiosk geholt, beim Campingplatz. Hier ist so eine Spendenkasse. Und dann schmeiße ich immer gerne was rein. Hier habe ich letztes Mal auch Pause gemacht im Livestream mit Kevin zusammen. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Mann, habe ich ein Schwein mit dem Wetter. Ja, jetzt wo ich Pause gemacht habe, jetzt hat er wieder 11%, eben war glaube ich bei 9, glaube ich. Und ja, ich habe aber keine Motorleistung mehr, also keine Motorunterstützung mehr. Und jetzt muss ich das dicke Fahrrad nach Hause bringen, du.
hat eben Vor- und Nachteile. Aber da kann ich lieber mit dem Fahrrad ohne Akku losfahren. Da brauche ich mir nicht immer die ganze Zeit Gedanken machen. Boah Leute, ich bin voll im Arsch, ne? Also das macht jetzt gerade nicht so einen Spaß. Obwohl es geht, also es geht. Ich habe noch 9%, ich habe auf Stufe 5 stehen. Also so ein bisschen Unterstützung gibt er mir ab und zu noch mal. Boah, ich liebe Feuerwehrfahrzeuge. Ich war früher 16 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr. Das hat immer so einen Spaß gemacht. Ja, soweit habe ich es auch nicht mehr. 10 Kilometer und dann bin ich zu Hause. Also komm, zieh durch, Stefan. Zieh durch. Ja, ich glaube, ich habe auch schon Sonnenbrand auf der Nase. Boah, heia, witzgeil. Was ich unbedingt noch ausprobieren will, ich habe zu Hause noch ein Mountainbike. Damit werde ich noch mal unterwegs fahren. Zu Hause gibt es erstmal einen Pott Vaseline. Nee, das tut, die Kimme tut nicht weh. Das sind so die Arschspangen, wisst ihr, so an der Seite. Aber ich glaube, das kommt eher von der gepolsterten Radlerhose. Oh, meine Fresse doch. Vielleicht sehe ich gleich noch jemanden draußen rumlaufen. Den frage ich einfach, ob ich ein bisschen Strom kriege und ein Pott Kaffee. Vielleicht habe ich ja Glück. Aber ich meine, wenn man die Zähne zusammenbeißt, geht das. Warum ist denn jetzt keiner hier draußen? Wo seid ihr alle? Ach ja, heute ist ja Dienstag. Dorfgemeinschaftshaus. Hier sind Bauarbeiten. Vielleicht kann ich mich ja irgendwo am Stromkasten anzapfen. Jetzt ist ganz vorbei. Akku hat gerade geblinkt. Und ja. Oh. Oh. 5,5 Kilometer habe ich noch. Mann, ich dachte, ich könnte es doch schaffen. Oh. Oh, mein Arsch, ey. Oh. Wer sein Fahrrad erliebt, der schiebt. Kevin oder Blitzi nächstes Mal ausstatten im Kofferraum in der Powerstation. Und dann müssen die mal eben hierher kommen, um mein, mein E-Bike auftanken. Ich gehe noch eben ganz kurz, ich muss auch mal irgendwie ein bisschen meine Beine entspannen. Oh, und ich habe noch ein ganzes Stück vor mir. Ja, ich bin angekommen. Sogar ein klein bisschen Sonnenbrand auf der Nase. Und ja, mein Akku, wie gesagt, der hat es leider nicht geschafft. Er blinkt auch schon die ganze Zeit. Also insgesamt bin ich jetzt 246,2 Kilometer mitgefahren. Und ich habe jetzt gestern und heute 91,1 Kilometer. Ja, der Akku war heute Morgen, glaube ich, noch bei 70%. Ist aber klar, ich hatte viel Gegenwind und bin sehr viel immer bergauf gefahren, fünften Gang natürlich, und da hat er dann halt ein bisschen mehr Akku verbraucht. Ich hätte es auch, rein theoretisch hätte ich es gestern auf dem Campingplatz auch aufladen können. Ich hatte sogar mein Ladegerät mitgehabt, aber ich habe gedacht, na, 41 Kilometer ab 70%, dann würde ich es auch locker wieder zurückschaffen. Aber das habe ich jetzt nicht mit eingerechnet. Ja, ich bin ja gestern eine andere Strecke gefahren und heute Morgen bin ich eben halt schön an der Weser nochmal zurück zu einer anderen Fähre gefahren. Ja, so 80 Kilometer oder 100 Kilometer, das schaffe ich auf keinen Fall. Mein Arsch tut so weh. Man müsste vielleicht was am Sattel machen. Und wie gesagt, die Seitentaschen, die gefallen mir nicht. Mit dem Korb, der muss runter. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. Und ja, ich möchte trotzdem gerne ein paar Touren noch machen. Und ich möchte auf jeden Fall das Fahrrad nochmal fertig machen. Und vielleicht geht es da dann nochmal mit auf Tour. Ohne Akku. Ohne, ja, dass man sich Gedanken machen muss, wie weit kann ich damit fahren, dass der Akku gleich leer ist wie hier. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Das Fahrrad hat gehalten. Ich habe das jetzt schon einen Monat. Und ja, jetzt weiß ich ungefähr, wie viel Kilometer ich ungefähr schaffe. 91,1 laut Hersteller, 100 Kilometer. Ja, ist aber ganz gut. Ich bin auch die ganze Zeit in meinem fünften Gang gefahren. Und ja, ich brauche jetzt eine Dusche, Riesenpott Kaffee und dann geht's gleich, ja, nochmal in den Keller weiter Videos schneiden und dann ist erstmal Schicht im Schacht für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen hier auf dem zweiten Kanal. Schaut auch gerne auf meinem Hauptkanal Let's Urbex vorbei.
Und ja, wenn ihr Bock habt, mit so einem Fahrrad zu fahren, könnt gerne auf der Webseite mal vorbeischauen. Rabattcode, alles unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abschalten. Ciao.